Was ist ein linearer Workflow und was hat es mit diesen Gamma-Werten auf sich? Erstmal müssen wir klären, wie das mit dem Licht physikalisch funktioniert. Nehmen wir an, dass wir eine Kerze anzünden, die einen Raum erhellt. Wenn wir jetzt eine zweite Kerze anzünden, ist der Raum physikalisch gesehen, in Zahlen gemessen, doppelt so hell wie vorher. Für das menschliche Auge ist es aber nicht doppelt so hell. Das liegt daran, dass sich das menschliche Auge auf eine Lichtquelle angepasst hat, die Sonne. Die Sonne ist mega hell. Überlebensnotwendig ist für uns Menschen also, dass wir gerade in den dunklen Bereichen unseres Sichtfelds mehr Informationen und Helligkeitsabstufung wahrnehmen als in den hellen Bereichen. Deshalb ist unsere Helligkeitswahrnehmung nonlinear. Kamerasensoren und Filmrollen erfassen das Licht auch nonlinear. Computerberechnungen funktionieren linear. Einfach gesagt heißt das, dass numerische Intensitätswerte proportional zu ihrer wahrgenommenen Intensität sind. Das heißt, dass die Farben korrekt addiert und multipliziert werden können. Ein Farbraum, der Farben proportional zu ihrer Intensität darstellt, ist also linear. So, jetzt zeige ich euch ein Beispiel, bei dem ein Intensitätswert in einem linearen Farbraum und einem nonlinearen Farbraum verdoppelt wird. Im linearen Farbraum entsprechen die numerischen Werte den tatsächlichen Helligkeiten. Die Helligkeit 0,25 plus 0,25 ergibt ein mittleres Grau von 0,5. Im nonlinearen Farbraum kann man den Wert nicht einfach verdoppeln, um die doppelte Helligkeit zu bekommen. Dieselben Helligkeiten haben hier ganz andere Werte, die auf den ersten Blick auch irgendwie komplett unlogisch sind. Lineare oder nonlineare Räume werden durch sogenannte Gamma-Kurven dargestellt. Diese zeigen die Helligkeit an. So sieht die grafische Darstellung eines linearen Farbraums aus, Gamma-Wert 1. Und bei diesem nonlinearen Farbraum ist der Gamma-Wert auf 0,45 verändert. So. Monitore stellen Helligkeiten durch eine nonlineare Kurve mit einem Gamma-Wert von 2,2 dar, also dunkler. Deshalb müssen Bilder zur Ansicht auf Monitoren mit einer nonlinearen Kurve mit einem Gamma-Wert von 0,45 gespeichert werden, dem Kehrwert, also heller. Daraus ergibt sich dann ein vernünftiges Bild, das wir uns am Monitor ansehen können. Es gibt Kameras, die direkt mit einem Gamma von 0,45 aufzeichnen, also optimiert für die sofortige Darstellung auf Monitoren. Das sind zum Beispiel Farbräume wie REC 709, sRGB oder Adobe RGB. Digitale Filmkameras zeichnen allerdings mit einer deutlich stärkeren sogenannten Log-Kurve auf, um noch mehr Informationen in dunklen Bereichen zu sichern, weil diese für das menschliche Auge besonders wertvoll sind. S-Log 2, S-Log 3, Blackmagic Film, V-Log. Dieses Log-Footage sieht kontrastarm und viel zu hell aus und muss verarbeitet werden. Also zusammengefasst. Kameras zeichnen nonlinear mit Gamma 0,45 direkt zur Ansicht oder mit verschiedenen Log-Kurven auf, die mehr Informationen in dunklen Bildbereichen speichern, um so eine bessere Bearbeitung zu ermöglichen. CGI-Renderings werden direkt in einem linearen Farbraum mit Gamma 1 produziert und gespeichert. Farbberechnungen sollten in einem linearen Farbraum mit Gamma 1 stattfinden. Final gespeichert werden die Bilddateien aber in einem nonlinearen Farbraum mit Gamma 0,45, damit der Monitor, der selbst mit einem Gamma von 2,2 arbeitet, diese für das menschliche Auge richtig darstellen kann. Und der richtige Workflow in der Filmproduktion sieht folgendermaßen aus. Videos, die aus einer Filmkamera mit Logkurve kommen, Videos in REC 709 mit Gamma 0,45, Fotomaterial in sRGB mit Gamma 0,45 und gerenderte CGI-Bilder mit linearem Gamma von 1 müssen auf einen Nenner gebracht werden. Man passt jetzt hier nicht jedes Material irgendwie einzeln nach Augenmaß an, dass es auf dem Bildschirm mit Gamma 2,2 gut aussieht, sondern bringt alles auf einen gemeinsamen Nenner, also Gamma 1, dem linearen Farbraum, zum Beispiel ACES. Hier finden alle Kompositionen und Bildbearbeitungen statt, bis die fertige Datei zum Beispiel mit einem Gamma von 0,45 im Farbraum REC 709 gespeichert wird. Und dann kann man den fertigen Film auf einem REC 709 Monitor mit Gamma 2,2 betrachten. Man kann die finale Datei auch in einem anderen Farbraum mit einem anderen Gamma speichern, um sie auf einem ganz anderen Monitor abzuspielen. So, ich hoffe, ich konnte hier noch ein bisschen Klarheit schaffen zu dem Thema lineare Farbräume, nonlineare Farbräume und was es überhaupt mit diesen Gamma-Werten auf sich hat. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es wirklich eine einfache Sache und die sollte man auf jeden Fall immer so anwenden, dass man im linearen Raum arbeitet. Was mich jetzt interessiert ist, ob ihr schon linear arbeitet oder das vielleicht sogar eine berufliche Vorgabe ist. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann supportet den Kanal, indem ihr ein Abo und ein Like da lasst.